Holy High oder heilige Scheiße? Ja, Freunde, das finden wir heute raus, denn wir schauen uns heute die X-Buds an, die Kopfhörer in ihr Kopfhörer von der Firma Holy High. Ich hatte von denen bereits ein paar Kopfhörer auch in ihr Kopfhörer im Test gehabt und die waren, sage ich mal, ganz in Ordnung mit ein paar besonderen Features. Und jetzt schauen wir uns eben mal die X-Buds an. Sehr cooler Name übrigens, der gefällt mir schon mal sehr gut. Genauso wie hier das Ladecase, ihr seht schon, ja, ich fühle mich da leicht an etwas erinnert. Ist ganz klar, fühlt sich auch vom Plastik und vom Kunststoff her sehr ähnlich an hier zu den AirPods. Auch von der Größe gar nicht so weit weg, es ist schon ein bisschen dicker natürlich. Und wir haben da einen Ladeanschluss dran, der ist übrigens positiv zu erwähnen, denn wir haben hier einen USB-C-Ladeanschluss und ein passendes USB-C auf USB. Kabel wird uns auch hier mitgeliefert, also das ist auf jeden Fall schon mal zukunftssicher. Wir haben auch hier das Scharnier zum Öffnen, sieht auch nach Metall aus, ist auch Metall meiner Meinung nach. Und ansonsten, ja, gibt es da nicht viel zu sehen. Hier vorne der Holy High Aufdruck, der nicht so toll wirkt. Und ja, das war es dann auch schon. Aber dann beim Aufklappen, wie ein kleines Schmuckstück, man könnte auch denken, dass hier gleich ein Verlobungsring erscheint. Ta-ta-ta-ta! Doch es sind dann nur in Anführungszeichen die X-Buds, die hier in einem sehr schönen Ladecase drin liegen. Übrigens natürlich ja magnetisch gehalten und das auch schön fest. Naja, relativ fest. Ich habe vorhin schon dran geschüttelt wie ein Blöder. Da sind die nie rausgefallen. So, aber ihr seht schon hier direkt, die halten magnetisch. Einfach reinlegen, flupp, und die finden dann schon ihre Position. Das gefällt mir gut, ist gut anwendbar. So will man das hier haben. Wir haben auch hier links und rechts nochmal dran stehen und eine Ladeanzeige hier vom Ladecase. 3 von 4 Punkten habe ich jetzt noch. Und man kann mit dem Case hier die Kopfhörer insgesamt 4-mal komplett aufladen. Und die Ladung in den Kopfhörern selbst, die hält so für roundabout 4 Stunden. Das heißt 4, 8, 12, 16, 20 Stunden kann man hier rausbekommen an Abspielzeit. Das ist doch sehr in Ordnung. Hier drin sehen wir noch die paar Spezifikationen. 500 mAh stecken hier im Ladecase und 100 mAh in den Kopfhörerchen, also 50 in jedem. Tja, und dann können wir sie auch schon mal rausnehmen und ich kann euch den Grund zeigen, weswegen ich mir die überhaupt erstmal angeschaut habe. Und das ist das doch ja sehr eigensinnige Design. Schaut euch das mal an. Also von so vorne gesehen kommt mir das doch sehr, sehr, sehr bekannt vor. Also die kommen mir irgendwie vor, als wären das solche Hybride aus standardmäßigen AirPods und ja, anderen In-Ear-Kopfhörern. Also sehr, sehr interessantes Design, sagen wir mal so. Fand ich auf jeden Fall ungewöhnlich und ich wollte wissen, ob die auch was taugen und was da so drin steckt. Also hier der Bereich, der ins Ohr gesteckt wird, der sieht ja schon aus wie von einem Apple AirPod, ganz klar, oder einem EarPod. Und dann hier das andere, wo die Technik drin steckt und der Akku und so weiter, das ist dann eben ein eigenes Design. Wir haben dort auch noch hier die Touch-Oberfläche, damit kann man die Medien steuern, Play, Pause, Vor-, Zurückspringen, Sprachassistent aufrufen, Telefonate annehmen und ablehnen. Also kein Knopf, sondern eine Touchfläche. Das funktioniert, wenn man sich ein bisschen drauf eingegroovt hat, auch ziemlich gut. Genauso wie das Verbinden via Bluetooth 5.0, na, stell mal scharf. Hier oben könnt ihr sehen, dass man auch die Akkulaufzeit oder den Akkustand dann angezeigt bekommt, zumindest hier auf dem iPhone. Und das ist alles eine feine Sache. Aber dann steckt man sich die Dinger in die Ohren und denkt, hui, die sitzen aber ganz schön locker. Man hat zumindest das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass die ziemlich locker drin sitzen, aber wenn ich den Kopf geschüttelt habe, die sind mir nicht rausgefallen. Ich hatte immer nur das Gefühl, Mensch, die könnten vielleicht gleich rausfallen, aber sie sitzen dann doch fest. Ist wahrscheinlich aber auch eine Frage, ob das jetzt in die Ohren passt, genau hier wie bei den AirPods, oder eben nicht. Bei mir passt es gut. Sie sind mir nie rausgefallen, egal ob ich gelaufen bin oder ob ich mal mit dem Kopf hin und her geschüttelt habe, ein bisschen heftig. Nee, die haben immer gut gesessen, aber dichten den Ohrkanal natürlich aufgrund dieser offenen Bauweise hier nicht großartig ab. Ebenfalls genau wie die AirPods. Man bekommt also relativ viel Außengeräusch noch mit. Und dann ist es soweit, man startet die Musik und dann, na, denkt man, meine Güte, was ist denn hier los? Der Ton, der ist wirklich nicht gut. Wir haben zum einen viel, 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 viel zu wenig
Bass, also ein echt dünner Klang, der hier rauskommt. Nee, das will man nicht. Und als wäre das nicht schon genug, klingt das Ganze auch noch ein bisschen mufflig, also als wäre da irgendwie noch, keine Ahnung, als hättet ihr da noch was zwischen Kopfhörer und eurem Ohr, also so ein bisschen abgemuffelt und dünn und, nee, also das ist der schlechteste Klang, den ich jetzt seit längerem hier bei meinen Kopfhörertests hatte. Totaler Reinfall. Musik hören? Nee, könnt ihr vergessen, will man hiermit einfach nicht machen. Hörbuch, Podcast, ja, kann man machen. Mal eine Serie schauen, ja, kann man machen, aber so richtig Spaß macht das Ganze nicht. Positiv kann ich sagen, wir haben keine Verzögerungen hier beim Videoschauen, egal ob Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, das war alles in Ordnung, keine Verzögerungen, aber boah, der Klang, Freunde, der ist einfach nicht gut. Und dann hilft es eben auch nicht, dass die angenehm im Ohr sitzen und man kein Druckgefühl hat und man könnte sie wirklich 4 Stunden lang drin haben. Bei dem Klang will man die keine 4 Stunden lang drin haben. Das ist echt, ja, eine traurige Geschichte eigentlich. Und von daher legt man sie relativ schnell wieder zurück. Man kann auch nur einen zurücklegen, denn Monobetrieb ist hiermit ebenfalls möglich. Ihr könnt also auch nur einen Kopfhörer euch hier ins Öhrchen reinstecken. Hier seht ihr nochmal, dass wir so eine Leuchtoberfläche hier haben, die dann blinkt. Das hier ist nochmal der Pairing-Modus und dann wird dann eben so ein bisschen was angezeigt, auch wenn die aufladen. Telefonieren kann man damit auch, klingt, naja, es geht, aber es macht keinen Spaß. Und deswegen ist das hier weder holy, high, himmlisch gut, sondern es geht ja insgesamt eher in die zweite Richtung, die ich genannt habe. Sie sind kein Totalreinfall, aber es sind definitiv keine Kopfhörer, mit denen ihr euch längere Zeit Musik anhören wollt. Wenn du mal ein bisschen Hörbuch hören willst, ein bisschen Podcast hören willst oder mal ein bisschen YouTube hören will, eine halbe Stunde, ja, dafür kann man die nehmen, aber alles Weitere ist echt eine Enttäuschung. Muss ich leider so sagen, Freunde. Der Name ist cool, der Sound ist uncool und deswegen kann ich hier keine Kaufempfehlung abliefern, was ich sehr, sehr schade finde. Denn ich finde das Case schön, ich finde USB-C schön, ich finde zumindest mal die Form sehr interessant. Mir gefällt, wie die hier eingesetzt werden. Mir gefällt auch, dass die relativ angenehm oder sehr angenehm im Ohr sitzen, auch wenn man immer denkt, die fallen gleich raus. Aber der Ton, der macht hier alles kaputt. Holy hi, wieso? Ihr macht hier so viel richtig mit, aber beim Entscheidenden, da verpatzt ihr es einfach. Von daher kann ich nicht wirklich eine Kaufempfehlung abgeben, Freunde. Wer die trotzdem mal testen will, der Link ist hier unten in der Videobeschreibung. Ja, macht euch selbst mal einen Eindruck und schreibt mir mal rein, ob ihr mir da zustimmt oder ob ihr eine ganz andere Meinung zu den Holy Hi Experts habt. So, das wäre es dann aber auch gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!